Jo, Tag, Leute, und ihr seht, ich bin nur einen Klick davon entfernt, zu sehen, was der Reporter Tolles rausgefunden hat. Und ja, er hat sogar was rausgefunden. Ihr seht hier, das Feld ist nicht mehr deaktiviert. Und er hat rausgefunden, dass Wirtschaftskontrolle verunreinigt Lebensmittel. Oh, die ganze News ist 15.000 Dollar wert. Und bitte, bitte, yeah. Kann man mit einer dicken Überschrift direkt auf die Hauptseite setzen. So. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird eine super Ausgabe. Weil nämlich solche Artikel sehr, sehr gut ankommen. Truck Duck ist natürlich auch noch da. Und viele bunte Brontos. Dazu wieder ein bisschen was zu essen. Da weiß ich schon gar nicht mal, was ich so nehme. Da klicke ich hier einfach wild drauf. Bisschen Sport, bisschen Formel 1 und Tennis. Ein paar Kreuzworträtsel. Ach ja, ich könnte nochmal ein neues Rätsel vielleicht kaufen. Da hat ja mal eine gemeckert, dass wir da zu wenig haben. Hier machen wir jetzt einen Kommentar. Oh, ich brauche neue Kommentare. Da gucke ich mal direkt nach, ob die welche haben. Keine Lust, dass die weggekauft werden. Eigentlich sollten, glaube ich, sogar in eine richtig gute Zeitung mal zwei Kommentare rein. Aber das geht halt nicht, weil immer so wenig da sind. Da waren Gott sei Dank zwei. Nehme ich beide mit. Und werde hinten nochmal in der PR schauen nach einer schönen Werbung. Jetzt habe ich ja auch eine hohe Auflage. So, das ist gar nicht schlecht. LBS, 4 Blöcke breit, 6 Blöcke hoch. Okay, ist ein bisschen viel. Aber 200.000? Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Ja. Viel zu wenig Hintergrundinfos, ja, und Kommentare. Ich weiß, ich müsste, glaube ich, zwei abdrucken. Ich mache aber immer nur einen. So, und jetzt können wir hier noch ein paar Bildchen abdrucken. Wo sind denn die? Hier sind die Bildchen. So, und die Ursel. Und hier unten hätte ich noch Platz, wenn da irgendwie vielleicht ein kleines Rätsel oder so noch hinkommt. Aber die sind wahrscheinlich alle größer. So, die Werbung, oh je. Ja, die machen wir auf die Seite, hier auf die letzte. Und ich habe ja schon den Text von meiner... 18 Blöcke sind das. Die machen wir hier hin. Und so. 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 Ach nee, dann lieber so. 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 So, da kann man nämlich da noch eine schöne News einbauen. Ah, oh, die Musik schon wieder. Ich muss raus hier. Ja, hier seht ihr auch jetzt meine Fluglinie. Ach, ich glaube, die war noch gar nicht aktiv. Habt ihr das gesehen? Die war schwarz doch beim letzten Mal, wo ich hier war. Jetzt ist sie gelb geworden. Könnte heißen, dass das vielleicht wirklich nicht aktiv war. Also, was hat denn meine Konkurrenz bis jetzt? Die haben noch keine Fluglinien. Ich könnte mal nach hier hinten vielleicht noch. Na, das ist zu weit für LKWs. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Druck. Was Neues und machen ein bisschen schneller. Weil Knete ist da. 519.000. Ist genügend, um die Druckqualität zu erhöhen. Ich überlege nur, ob man vielleicht das Geld sparen soll und mit einem Zug gleich die ganz, ganz hohe Druckqualität kauft. Die hat er ja auch hier, nämlich für 750.000. Ein Mittel kostet halt einmal 250. Ja, aber ich mache erstmal Mittel. Und dafür die Qualität auch noch auf gut. Dann kostet die Zeitung von der Produktion her ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt ja auch eine gute Zeitung. Ich muss ein bisschen Geld übrig lassen für die Exklusivreportagen. Foto ist okay.
Fotos habe ich noch einige. Ja. Bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal vielen Dank an die lieben Kommentare, die ihr immer schreibt. Ich habe gesehen, der Drawing Paper, ein ja wirklich sehr netter Kollege hier, der auch wirklich gute eigene Videos hochlädt, solltet ihr unbedingt mal schauen, wenn ihr keine Xbox besitzt, so wie ich nämlich, dann lohnt sich da richtig reinzuschauen, weil er doch viele Xbox-Only-Sachen noch macht. Hat mir da ganz, ganz viel reingeschrieben. Vielen Dank dafür, natürlich auch an die ganzen anderen. Jetzt muss ich aber mich ein bisschen beeilen, weil nämlich jetzt hier die Nachrichten schon wieder da sind und ich habe vergessen, die Nachrichten wegzuschmeißen. Also, Tag 13 ist aktuell. Also Tag 12 können wir kicken. Ah, jetzt habe ich Tag 13 gekickt. Okay. Hier ist alles ganz billig heute. Was ist denn los? Hier, Schreckensbilanz. Entführer geben Jinli nach Geldübergabe frei. Ja. Tag 12. Schottisches Dorf abgebrannt. Besucher des Oktoberfests sauer. Und hier die dreiste Entführung von Elizabeth. Von der Königin. Und der Rest ist mir eigentlich jetzt egal. Den schmeiße ich einfach weg. Ich habe ja 5. Und da wir die Zeit ja haben, schicke ich diese 5 gleich mal zum Reporter. Hier 15, 15. Okay. Auf dass er was findet morgen. Später übrigens könnt ihr eigentlich alle Nachrichten kaufen und alle recherchieren lassen. Habt ihr so viel Geld, dann kommt es da gar nicht mehr drauf an. So, aber wir haben ja Gott sei Dank schon eine Nachricht drinne. Und diese Queen Elizabeth Sache, die wäre natürlich toll. Wenn die da noch drauf passt. Oh ja, super Leute. Super. Wusch. Dann können wir hier den Text hinmachen. Müssen wir halt nur ein bisschen aufpassen, was man liest. So. Würde ich sagen, hier jetzt einfach den ganzen Rest. Ja, warum die Leute sauer sind, würde ich ja auch gerne mal lesen, aber ach, nee, jetzt nicht zu viel. Hier ist dick Werbung drauf. Genau, hier ist noch ein schottisches Dorf abgebrannt. Warum, wissen wir nicht. Und eine habe ich, glaube ich, noch nicht. Die hier, diese Schreckensbilanz nach Versinken von L.A. Oh, Gott sei Dank nur 6 Blöcke. Sehr schön. Zeitungsvoll mit Werbung. Und wir gucken mal schnell den Chart an. Und da seht ihr hier, dass meine Verkaufszahlen stetig nach oben gehen. Bad News ist relativ gleich, aber Sad News kommt nochmal richtig ran. Da muss ich natürlich aufpassen, dass die mir nicht den Rang ablaufen. Ja, und jetzt bleibt mir wieder mal nur die Zeit zu verschnellern. Und ja, wie gesagt, es fehlt ein bisschen Abwechslung im Spiel. Kann ich auch verstehen, wenn euch das langsam auch auf den Keks geht. Mir geht es schon etwas länger auf dem Keks, weil ich das Spiel auch früher ein bisschen öfters noch gespielt habe. Aber gut, es war halt einfach so früher und da kann man sich halt jetzt nicht aufregen. Ich kaufe hier noch die 3 Nachrichten und lasse die recherchieren von dem Reporter. Ich könnte theoretisch auch noch den Fotografen auch noch losschicken, sodass der versucht, ein Bild davon zu knipsen. Allerdings, ja, ich halte nicht so viel von Bildern auf der Titelseite. Und deswegen lasse ich das lieber. Und hoffe dann halt, dass ich auch so eine gute Überschrift leisten kann. Und für morgen sage ich mal voraus, dass es für morgen wirklich jetzt eine Top-Verkaufszahl geben müsste, weil diese Exklusiv-Stories, die sind richtig gut. Die sind ja auch richtig teuer. Also drückt mir die Daumen. Jetzt ist es auch schon rum. Tag 14. Und oh, genau das habe ich gesagt, Leute. 1,8 Millionen. Sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt schwimmen wir quasi im Geld. Nur wegen den Exklusiv-News. Yeah. So. Da sagt doch mein Chef, dass es alles ganz toll ist.
Und die wichtigste Sache natürlich wieder, haben wir eine neue Exklusivreportage. Das heißt Reportage, eine Exklusivstory. Wir schauen und... ja, diesmal sogar zwei. Wow, und seht mal hier, die Mumie der neuen Pyramide lebte. Wow. Schlagzeile. Besser geht's ja gar nicht mehr. Und dickstes Baby der Welt bekommen Diät. Oh, 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 oh. Das ist auch nicht so. Ha, jetzt ist natürlich die Frage, mache ich die hier auf... mache ich eine Überschrift oder mache ich zwei? Das überlege ich mir noch. Ja. Hier wieder ich bei der Standard... bei den Standardseiten. Es wäre toll, wenn man die abspeichern könnte und einfach sagen könnte, bitte baue mir die Seite nach Schema F auf. Geht leider nicht. Tolle Komfortfunktion, aber ja, früher war das halt eher aus. Oh, und was erzähle ich denn hier? Ich habe ja fast keine Fotos mehr. Und die Fotos sind, glaube ich, heute auch noch dicht. Oh, oh, oh. Ich hatte doch hier so eine blöde Werbung. Passt die da hin? Oh, die passt da hin. Super. Dann kann ich ja hier ein Rätsel machen. Und dann jetzt hier das andere Rätsel. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Zahnrätsel. Ja, Kreuzworträtsel brauche ich noch. Kommentar. Und den Rest fülle ich dann noch andersweitig mit Nachrichten natürlich. So, Beas Artikel. Nee, den machen wir weg. Weil wir werden heute... der Bea mal was schenken. Was ganz Liebes. Und was das ist, beziehungsweise wir haben es ja schon gekauft. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ach, wir machen es noch schnell. Ich gehe mal hin. So. Und schenke mal hier eine Rockband. Und? Und ihr seht, sie mag mich. Sie mag mich. Und bald wird sie mich noch viel mehr mögen. Das allerdings erst beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.